Alles andere ist Showbiz, wird Ihnen präsentiert von niemanden. Schade. Phil Potter, ja, hallo? Ja, moin, hier ist Andreas Buchenschulte. Phil, ich sitze hier im Rathaus und wir sind ja gleich verabredet. Ja. Wie komme ich am besten zu dir? Links. Ja, das ist gut. Richtung Schnur links. Genau, und dann links. Also wenn ich aus der Rathaustür gehe und nach links gehe, dann... Ja, und dann nochmal ein bisschen weiter links. Links ist wichtig. Das stimmt. Na, links ist eindeutig richtig. Und wenn ich die Wahl habe zwischen rechts und links, dann weiß ich meist, was ich wähle. Aber nur nochmal, ich gehe aus der Rathaustür raus und gehe dann links. Ja. Dann gehe ich aber ja eher aufs Alex zu und das bringt mich doch weiter vom Schnorr weg. Links. Links, Andreas. Links. Andreas, links. Links. Ja, okay. Ja, nochmal links. Immer links. Okay. Immer links. Und wenn ich jetzt immer links gehe, dann komme ich irgendwann in die richtige Dann Richtung. Bist du am Ziel. Wunderbar. Danke. Bitte. Frei heraus aus dem Epizentrum der Sozialdemokratie. Alles andere ist Showbiz. Mit Phil Potter. Heute zu Gast der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Alles andere ist Showbiz, Ihrer familienfreundlichen Politik-Talksendung am Sonntagabend. Es ist 23.58 Uhr. Mir gegenüber sitzt, muss nochmal nachgucken, Andreas Bovenschulte. Ja. Ich muss über überragende Popularität verfügen. Das überragend. Ist, ja, dass man das jetzt sozusagen dann. Ja, doch, nee, finde ich gut, dass man das. Seit 2019 so Bremer Bürgermeister, für die, die es nicht wissen, und auch Präsident des Bremer Senats. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich habe in den Vorbereitungen gemerkt, es war gar nicht so einfach, ja, genau, wie wir gemerkt haben, hierher zu finden. Ne? Einmal das und dann hast und du die Klingel zu finden. Einen Terminplan. Also unglaublich. Du bist heute seit wie viel Uhr wach? Also heute bin ich seit 6.30 Uhr wach, aber da hatte ich nicht den ersten Termin, sondern da muss man ja aufstehen und all das, was dazugehört und sich ankleiden und dann geht man ins Rathaus. Und wie dann, schön. Und dann hat man einen Podcast. Andreas Bovenschulte, wenn Sie es nicht wissen sollten, sitzt mir gegenüber in einem wunderschönen, frisch gebügelten weißen Hemd. Ein wunderschönes, dunkelblaues, fast anthrazitfarbenes Sakko kleidet seine mächtigen Schultern. Und was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht wissen, Andreas Bovenschulte ist ungefähr 1,65 Meter groß. Wir sind also auf Augenhöhe. 1,64,5. Ja. Ich möchte diesen Podcast beginnen mit einer Frage, die Bremerinnen und Bremer sowie wahrscheinlich die gesamte Bundesrepublik Deutschland brennend interessiert aufgrund der aktuellen Situation. Wie geht es dir eigentlich persönlich fernab vom Amt? Oh, mir geht's gut persönlich. Es ist natürlich jetzt eine durchaus anstrengende Zeit, das gehört sich auch so. Anstrengend aufgrund der aktuellen Weltlage? Oder? Da kommen immer ja mehrere Sachen zusammen. Also man muss seinen Job machen. Und ich mache den gern, aber anstrengend ist es trotzdem, weil es gab auch schon mal einfachere Zeiten. Mhm. Dann kommt jetzt noch der Wahlkampf dazu. Ja. Und dann hat man zwei Sachen. Man hat seinen normalen Job und man hat den an Fahrt aufnehmenden Wahlkampf. Und das beides führt dazu, dass, sage ich mal, die Arbeitsbelastung nicht geringer wird. Auf der anderen Seite, gut, gibt auch immer die schönen Dinge des Lebens, wenn man abends nach Hause kommt und Feierabend hat. Was mich zu der Frage führt, was ist denn eigentlich gerade spannender, dein Privatleben oder dein Berufsleben? Also es ist beides immer spannend. Ne? Das Spannendste ist vor allen Dingen, wie man beides schafft, zusammenzubringen. Ne? Das ist ja sozusagen die spannendste Herausforderung. Ja. Also ja, im Moment ist der normale Tag schon so ein bisschen von 8 vom ersten Termin bis 22 Uhr im Regelfall. Mal auch 21 Uhr, aber... aber ist dann wirklich Schluss? Geistig? Also ist man dann, kann man dann abschalten? Kann man sagen, jetzt ist Bürgermeister sein und Politik vorbei und ich kann mich wieder auf mein Privates konzentrieren oder bleibt das bis ins Bett im Kopf? Also was man natürlich macht, ist, dass man dann abends noch, keine Ahnung, Tagesschau.de oder Weserkurier oder Buten und Binnen aufruft und die Sachen anguckt und liest, manchmal auch für den nächsten Tag. Also so wie ich auch eigentlich. Ja, genau, so wie Kamal. Und das macht man schon. Allerdings bei mir ist es so, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ist dann irgendwann nach so einem langen Tag abends tatsächlich auch die Grenze erreicht. Und dann fällt es mir leichter zu sagen, jetzt ist Schnitt und ich stehe lieber früher auf und fange dann an, mir Sachen durchzulesen oder mich vorzubereiten. Das fällt mir leichter. Mhm. Dann gucke ich mir vielleicht noch eine Folge bei Netflix an oder lese was zur Unterhaltung, aber dann
bin ich lieber morgens wieder dabei. Und weil dann fehlt mir irgendwann die Motivation, ab 23 Uhr oder so, mich noch mit irgendwelchen Akten oder inhaltlichen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Bei mir ist das so, ich habe, glaube ich, meine berufliche Laufbahn nach und nach so gewählt, dass ich vieles aus meinem Privatleben damit überdecken und übertünchen kann. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Ablenkung haben von den eigenen Gedanken, die ich habe. Also ich glaube, ich mache das viel auch, um mehr zu erfahren in meinem Job. Ja. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, das schwankt ja im Laufe des Lebens auch, aber jedenfalls zurzeit ein sehr glückliches Privatleben habe. Ja. Und man muss sagen, du, also so für die Hörerinnen und Hörer, du hast Jura studiert, bist 87, glaube ich, nach Bremen gekommen. So ist es. Und warst verheiratet? Ja, also ich war lange Jahre verheiratet und wir haben auch sozusagen zwei Töchter, 18 und 23. Wir verstehen uns auch immer noch super, aber das war dann halt irgendwann so, dass wir uns sehr gut verstehen, aber beides übrigens keine Liebesbeziehung mehr hatten. Treue Hörer unseres Podcasts, ja, die beiden, genau. Töchter. Ja, hundertprozentig. Auf jeden und, Fall. Und dann lebe ich jetzt in einer neuen Beziehung und das ist interessanterweise meine erste große Liebe von vor 40 Jahren ungefähr aus der Schulzeit. Also insofern. Das ist furchtbar, furchtbar ärgerlich. Hat sich da ein Kreis geschlossen. Das ist furchtbar ärgerlich. Ich habe gedacht, irgendwie, Andreas Bovenschulte ist Single, jetzt habe ich ihn bei mir hier in meiner Wohnung auf dem Sofa sitzen, vielleicht kriege ich ihn. Ja. Also ich habe keine Chance heute. Nee, im Moment nicht. Ja. Im Moment nicht. Okay, wir arbeiten dran. Mir fällt gerade auch ein, das ist auch gar kein Wunder, dass du mich in irgendeiner Art und Weise nicht attraktiv findest, weil ich bin vollkommen unfreundlich. Ich habe dir gar kein Getränk auf den Tisch gestellt. Ja, was würdest du mir denn anbieten? Ja, wir haben ja die schöne Tradition in unserem Podcast, dass wir die deutsche Trinkkultur ein bisschen fördern und deswegen... Okay, was ist denn die deutsche Trinkkultur? Das zeige ich dir. Ich hab dir einen Drink gemacht, in mühevoller Handarbeit. Ich hol den mal. Hier. Der sieht jetzt so ein bisschen fliederfarben aus. Ganz recht, das ist ein sogenannter Bramble. Okay. Kennst du den Bramble? Erklär mir nochmal. Ein Drink, der vor allen Dingen in Großbritannien zu den beliebtesten zählt. Das ist ein Drink mit Gin, Zitronensaft, zerstoßenen Brombeeren, ein bisschen Zuckersirup eigentlich. Und ich habe daraus den Bramble gemacht. Den Bramble. Der Original Bramble. Da ist jetzt außerdem noch ein Bubbler drin. Ein echter Bubbler. Aber nicht in Form eines Schlüssels, sondern ein echter Bubbler. Ja, nicht in Form eines. Das ist der Original Bubbler aus dem Jahre 1920. Den hatte ich noch im Schrank gefunden. Ja, der hat dann auch schon eine gewisse Härte entwickelt. Ja, ja. Genau, ganz recht. Aber immer noch genauso aromatisch und schön. Und ein bisschen Lakritz-Likör ist da noch drin. Und das ist Bremen-spezifisch? Das ist parfümiert, genau. Okay, dann probiere ich jetzt mal. Ja, cheers. Cheers. Op. Auf die Zukunft. Auf die deutsche Trinkkultur, ja. Mm. Oh, sehr herrlich. Mm. Interessant. Vielleicht sollte ich noch sagen, den muss man umrühren. Donnerschlag. So. Jetzt aber. Oh ja. Ah. Gut? Ja. Gefällt dir? Ja. Was nimmst du? Weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt jeden Tag trinken würde, aber... Vor allen Dingen nicht jeden Morgen. Ja, nein, das ist ein Scherz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie ich ja schon gesagt habe, wir nehmen unseren Podcast immer um 23.58 Uhr auf. Mittlerweile ja schon 0.07 Uhr, glaube ich. Genau. Genau. Was nimmst du neben Alkohol sonst so für Drogen? Ich rauche ehrlich gesagt nicht. Ich nehme natürlich gar keine illegalen Drogen, das ist ganz klar. Ja. Und wenn ich es tun würde, würde ich es nicht sagen, aber ich tue es auch nicht. Und jetzt komme ich dann damit, was dann die Drogen sind. Bei mir ist die Droge, wo ich ein bisschen anfällig bin, ist das Essen. Also ich tue immer alles, um mein Gewicht zu halten und das geht dann manchmal auch in die falsche Richtung. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, mit der ich immer, ich esse gerne und das ist, Droge ist zu viel gesagt, aber das ist mir eine Freude zu essen und auch gut zu essen. Kohl und Pinkel kann man als prima Droge bezeichnen. Kohl und Pinkel kann man auch immer essen, aber auch andere Sachen und das erklärt auch gesund so viel. Ernähren. Das erklärt so viel. Die ganzen Kohlfahrten. Warum sind die Leute alle so fernab von Gut und Böse, wenn sie am Haschetter Osterdeich entlang urinieren? Weil sie die Drogen Kohl und Pinkel zu sich genommen haben. Ist das der Grund wirklich? Ich glaube, deswegen gehen die Leute ab. Das war ist die Partydroge, Kohl und Pinkel. Bier und Schnaps, aber vielleicht gut. Vielleicht ein bisschen Kohl Alkohol ist manchmal bisschen auch Alkohol dabei. Ist dabei. Ein bisschen Alkohol ist auch dabei. Ja, es wäre interessant, wie die alkoholfreie Kohlfahrt aussehen würde. Das wäre, glaube ich, sehr angenehm. Mir würde das sehr gefallen, glaube ich. Ich frage nicht ganz ohne Grund. Das ist gar keine so kokettierende Frage eigentlich. Weil im Viertel, wo ich ursprünglich gewohnt habe und wo ich mein Atelier hatte, da haben mich die Dealer immer begrüßt mit, ey Bürgermeister. Und ich habe mich gefragt,
Hast du auch mal was am Eck gekauft? Oder warum verwechseln die uns immer? Also ich habe schon Rolos natürlich am Eck gekauft und andere Sachen. Die nächste Droge. Was man so macht, ja genau, das ist auch eine Droge. Nein, habe ich nicht. Und ich werde ehrlich gesagt auch nicht angesprochen. Vielleicht also hat das was mit meinem grimmigen Blick zu tun dann. Wobei man, wie gesagt, sagen muss, wir sind uns sehr ähnlich. Ja, wenn man uns auf der Straße auch. Sieht, also wir sind beide im Anzug. Absolut, das ist zum Verwechseln ähnlich. Also wenn man uns nebeneinander sehen würde, gäbe es 9 von 10, die sagen würden, ich weiß gar nicht, wer ist. Ne? Und jetzt können wir mal ein Geheimnis verraten. Ich bin auch auf der Hälfte aller Wahlplakate drauf. Ehrlich? Ja. Oh, muss ich noch mal genauer hingucken. Genau, gerade ein neues habe ich gesehen, da hat man mich persönlich noch ein ganz kleines Tick so ein bisschen größer gemacht. Da gucke ich über dem Plakat hervor. Ach, das, ja, stimmt. Und ich habe mich schon immer gefragt, wer ist das eigentlich? Ja, und genau. Das ist ganz gut. Ich wollte mal immer bei mir zu Hause nachfragen, kennt ihn jemand? Und dann, das sind die Mediengestalter einfach mal durchgedreht. Nee, das ist ganz gut. Nee, das ist auch mal ganz interessant, ne, dass man sich auch mal so sieht. Das interessant fand ich auch die Tatsache, dass du gegenüber eines Pornokinos gewohnt hast. Nicht gegenüber, daneben. Also ich habe mal in der Rembertistraße gewohnt. Ganz recht. Und und in der Rembertistraße, also ein echter Bahnhofsvorstädtler Richtung an der Weide. Ja. Und da gab es lange Jahre am Ende der Rembertistraße links. Links. Das war links, klar, natürlich. Links, ja, klar. Also wenn man Richtung an der Weide geht, ja, das war so ein, keine Ahnung, ja, so eine Art Pornokino, also das war jetzt. Da, können wir Namen nennen? Wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber es war jedenfalls so, dass und dann kam ja auch meine Töchter zur Welt und so. Da habe ich gedacht, du, das ist eine echte Bahnhofsvorstadtsatmosphäre. Ja, ich hab mich gefragt, wenn du da in der Nähe gewohnt hast, ob du beobachtet hast, wer so die Kundschaft ist und wie die sich verhält. Nee, das kann man so offen in so ein Pornokino reinspaziert. Also da sind Leute reingegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nicht interessiert. Ich finde das super spannend. Ehrlich? Ja. Also eine Milieustudie, wer ins Pornokino reingeht. Ja, generell, wie sich Menschen verhalten, die ins Pornokino gehen. Also geht man da so ganz normal, man geht stolz rein und sagt, ja, heute ist ein schöner Tag. Heute genieße ich den inneren Sonnenschauer. Bin ich möglicherweise nicht der richtige Proband dafür. Und ich hab's auch noch nicht, also weder ausprobiert, noch habe ich da eine Feldstudie gemacht. Aber es war jedenfalls so, es war mir letztlich egal. Also ich habe jetzt auch nicht gesagt, das ist super. Ne? Ich hätte mir auch schon noch eine andere Umgebung vorstellen können. Aber letztlich, herrje, so ist es. Und wenn Bahnhofsvorstadt. Jetzt bist du nach Schwachhausen gezogen? Jetzt bin ich auch wieder Bahnhofsvorstadt. Okay, also schon so. Also ich wohne sehr direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ja, aus Überzeugung. Ich fand's da, also da haben wir eine Wohnung gefunden und die ist schön. Wie sieht so eine Wohnung eines Bürgermeisters Andreas Bovenschulte aus? Im Moment noch Baustelle. Toll wie hier also. Total gut. Hier ist es doch gut eingerichtet. Ah, da ist ja eher das Problem. Ja. Ja, also wir sind immer noch am Renovieren und also Sanieren. Manchmal kommen die Handwerkerinnen und Handwerker, weil sie viel zu tun haben, auch in größeren Abständen. Ja. Ist auch schon einiges passiert, aber es zieht sich. Und es ist immer noch so, dass wir uns so richtig einrichten müssen. Also es ist immer noch ein bisschen improvisiertes Wort. Kann man sich nicht vom Rathaus irgendwas ausborgen? Also die von den alten Möbeln und so, aber ich glaube, das würde auffallen. Also wenn ich da jetzt die nette Einrichtung der Kamin ist schick, im Kaminzimmer ausbauen würde, ja. Das stimmt, aber ich befürchte, es würde auffallen. Irgendwann würde jemand sagen, du, da fehlt ja der Kamin im Kaminzimmer. Wo ist der eigentlich geblieben? Würde er in die Einrichtung passen oder bist du anders eingerichtet? Also wohnst du majestätisch oder ist es wohnst du IKEA? Also wie gesagt, da wir im Moment noch wenig Möbel haben, weil wir noch dabei sind, uns einzurichten, lässt sich das noch so hundertprozentig gar nicht sagen. Aber der Kamin, natürlich so ein schöner Kamin, passt in jedes Zimmer. Er wäre ein bisschen überdimensioniert, das muss man sagen. Hier würde auch vorbei, aber hier würde er die Hälfte des Zimmers einnehmen und bei uns würde auch einen großen Teil des Zimmers einnehmen. Wir haben ja eine Deckenhöhe von, ich glaube, ungefähr 60 Zentimetern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen, ja, ich habe darauf geachtet in der Wohnung, dass es über 1,99 ist, die Deckenhöhe. Das war mir doch ganz wichtig. Dann stößt man sich nicht am Spiegel. Nein, vor allen Dingen, man muss ja auch den aufrechten Gang proben. Das ganz recht. Und auch praktizieren, nicht nur proben. Und das nicht nur in diesem Amt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sag, Andreas, verschweigt man oder sagt man mehr in deiner Position? Hat man mehr Geheimnisse in der Politik oder spricht man über alles öffentlich? Also kein Mensch spricht über alles öffentlich, weder im Privaten noch im Öffentlichen. Es ist ja sogar ein Merkmal von Zivilisation,
Das, also es ist ein schmaler Grat. Manche Leute sagen, wenn man nicht die Wahrheit sagt oder wenn man nicht alles sagt, und dann ist das dann nicht unecht oder ist das Heuchelei. Und in Wirklichkeit ist es ja Zivilisation. Unsere ganze Zivilisation beruht darauf, dass nicht jeder alles rausplärrt, was er oder sie denkt, sondern das tatsächlich auch durch den Filter des Verstandes laufen lässt. Und auf der anderen Seite zu lügen und bewusst was Falsches zu sagen, man kann sich irren. Man kann mal dummes Zeug erzählen, wenn man eine Zahl raushaut und die ist falsch. Ja. Das ist, weil man sich getäuscht hat. Ja. Aber dass man bewusst etwas Falsches sagt, das ist aus meiner Sicht nicht nur unethisch, sondern das ist auch zerstörerisch für die eigene Politik irgendwann. Was man natürlich nicht macht, ist, man sagt nicht immer alles, was man weiß. Weil das wäre ja ein reiner Schwall, ein reines sozusagen... häufig ja auch behelligen der Öffentlichkeit mit Sachen, die die gar nicht hören wollen. Ich stelle mir das halt ein bisschen schwierig vor und auch durchaus emotional, weil wenn ich mich jetzt privat mit jemandem unterhalte, also allein Lügen ist ja auch ein bisschen eine Kulturtechnik. Man, ja eben, Zivilisation. Das gehört mit dazu, so ein bisschen in der Kommunikation, aber nicht im politischen Bereich. Weil, und erst recht nicht in dieser Zeit, weil dann ja schnell Leute dahinter kommen. Man kriegt das ja sofort wieder um die Ohren geworfen. Aber ich finde, im privaten Bereich ist es auch so. Auch da sagt man nicht alles. In einer Partnerschaft, man sagt nicht alles. Ja. Man liebt jemanden und dann gibt es mal eine Situation, wo einem die Person auf den Geist geht. Da sagt man nicht immer sofort, du gehst mir auf den Geist. Also irgendwann spricht man es vielleicht an, wenn es zu viel ist, aber man sagt das nicht sofort. Sondern die beschönigende Lüge. Schatz, wie steht mir diese Hose? Ach, ausgezeichnet. Ja, oder man, und wenn man es total sagt, steht dir überhaupt nicht. Das kann man ja mal sagen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich stelle mir das eigentlich bei dir so vor. Ich glaube, du hast diesen trockenen Humor. Aber jeder weiß es, aber aktives Lügen, das ist... Und authentisch zu sein heißt, jedenfalls kein dummes Zeug aktiv zu erzählen. Und zweitens, in der Gesamtkommunikation aufrichtig zu sein, heißt nicht, jedes Detail und jeden einzelnen Punkt immer sofort zu erzählen, weil das wäre ein falsch verstandener Begriff von Authentizität. Jetzt hat mich meine Mutter auf etwas aufmerksam gemacht, da bin ich sehr dankbar für. Meine Mutter ist sozusagen meine Haupt... Jetzt nennt man das meine Hauptrecherche-Chefin. Die hat nämlich von dir Post bekommen vorgestern und hat mir das gleich ganz begeistert geschickt, dass Andreas Bovenschulte ihr einen Brief zugeschickt hat. Und in diesem Brief gab es so ein paar Kinderfotos von dir. Ja. Ja, und ein paar Informationen über dich. Und da stand unter anderem auch drin, dass du mal im Rathaus dich eingeschlichen hast, um dem Mercedes-Manager Werner Niefer die Leviten zu lesen, beziehungsweise dass er seine Ehrendoktorwürde nicht erhält, weil er war in Rüstungsgeschäfte mit verwickelt. Ja, also das war damals so. Die Uni Bremen, also ich habe 87 im Wintersemester, also im September, Oktober angefangen zu studieren. Jura. So, Jura, genau. Ja. Und ich war dann auch hochschulpolitisch aktiv und dann ging es darum, dass die Uni Bremen dem Produktionsvorstand von Mercedes, Werner Niefer, die Ehrendoktorwürde verleihen wollte. So. Und nun war es natürlich eine tolle Sache, dass sich Mercedes angesiedelt hatte hier in Bremen. Das war auch nicht das Hauptproblem von den Studierenden, sondern die haben gesagt, aber Ehrendoktorwürde, das hatte die Uni Bremen damals, solche Menschen wie Alfred Sohn-Rethel, Frankfurter Schule, Antifaschist und so weiter verliehen. Und da fanden wir, das passt nicht in die Tradition einer fortschrittlichen Uni. Gut, wenn sie einen Industriebetrieb ansiedelt, aber warum muss man den Produktionsvorstand dann zum Ehrendoktor machen? Mhm. Das war die klare Haltung. Und die hast du es geschafft, es zu verhindern? Nein, natürlich nicht so. Aber es war so im Kaminsaal. Wir haben eben über den Kamin gesprochen, im Kaminsaal im Rathaus, fand die Ehrendoktorwürdeverleihung statt. Und nun hatte auch ein Aster-Vertreter eine Einladung erhalten gehabt. Und was der damit gemacht hat, der hat mit den Mitteln der Vervielfältigungstechnik diese Einladung vervielfältigt. Sodass viele Leute, keine Ahnung, 15, 20 aus Aster-Kreisen da waren. Nun waren die aber alle in Schlabberpullis und Jeans und so weiter. Und wurden dann schon vor Beginn der Veranstaltung freundlich herausbegleitet. Aber du nicht, weil du hast ja bei deinem Vater was geschnappt. Aber bei meinem Vater hatte ich mir einen weinroten Anzug von dem... den er früher mal hatte, hatte ich mir geliehen und da gesagt, du Vater, ich brauche den mal. Es musste weinrot sein. Und dann kam ich im weinroten Anzug da rein und daher wurde ich nicht erkannt, sondern
saß unverdächtig. Und als die Veranstaltung losging und auf dem festlichen Höhepunkt war, schritt ich durch den Mittelgang, ging einfach ans Mikrofon und habe mit meiner Philippika, mit meiner Rede angefangen. Und das konnte ich nur eine relativ kurze Zeit. Dann wurde ich dann rauskomplimentiert. Und, hast du daran gedacht, als du das erste Mal ins Rathaus, als du gewählt wurdest 2019, bis als du das erste Mal da langgelaufen bist, hattest du diesen Moment wieder im Kopf? Ja klar, das war schon, und das haben ja auch andere ausgebuddelt gehabt und mich dann daran erinnert gehabt an diese Folge. Das hatte damals Buten und Binnen aufgenommen gehabt. Ach so, das tatsächlich, das kam, das dann, ging dann durch die Medien gleich. Das ging dann durch die Medien, also durch die Medien, das war zu viel, aber es wurde dann mal wieder ausgespielt und da habe ich gedacht, Donnerschlacht, damals war ich ja noch ein ranker, schlanker Mann mit schwarzen Locken, so mal fast eine Art Afro und habe mich da als feurigen Aktivisten am Mikrofon gesehen. Das war mir ein Ess. Ich konnte mich natürlich daran erinnern. Aber es ist interessant, ich hatte diesen Film 25 Jahre oder 30 Jahre auch nicht gesehen gehabt mehr. Und, ja, das war schon interessant. Fühlt sich ein bisschen auch an wie Ocean's 11. Also, weil ich frage deshalb. Die Diskussion mit George Clooney, ob das Haar grau geworden ist, genau. Und wer sagt, ist mein Haar grau? Und das, ich erinnere mich gut. Ich frage deshalb nach bezüglich dieses kleinen Skandals im Rathaus, weil da warst du ja einmal kurz unehrlich und hast dann gesagt, okay, ich kopiere jetzt einen kleinen Zettel und dann komme ich dann einfach mit rein ins Rathaus. Da war es okay, weil es für die Sache ist. Also wie radikal muss man für eine Sache einstehen und kämpfen, damit sich etwas in dieser Welt verändert? Also wenn man, das hört sich jetzt so altväterlich an, aber ich sage ja trotzdem, ist was okay. Jetzt, was meine, ja genau. Alte Väter sagen auch manchmal das Richtige. Also die Sache ist, damit man die Welt verändert zum Besseren, braucht man zwei Sachen. Erstens braucht man eine klare Haltung zu den Dingen, sonst verliert man den Kompass und die Richtung. Ja. Und diese klare Haltung darf nicht zu zögerlich sein, sondern die muss der Größe der Herausforderung entsprechen. Und wenn man das nämlich nicht hat, dann doktert man ja nur von der Haltung her an den Symptomen rum und man geht nicht an die Wurzeln. Und radikal zu sein, da verweist ja immer jeder drauf, heißt ja wörtlich, an die Wurzeln zu gehen. Ja. Das ist aber nur das eine. Und dann kommt eine zweite Sache dazu, und das ist jetzt der altväterliche Teil, ja. Weil das kann man, halt mich fest. Das kann man als junger Mensch nicht wissen, dass an den dummen Sprüchen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, oder das Gegenteil von gut ist gut gemeint, dass da ganz viel dran ist, weil das Schwierigste ist, die Haltung in eine tatsächliche Veränderung der Welt umzusetzen, weil Haltung und auch gute Haltung haben ganz, ganz viele Menschen, aber das mit Unterhaltung. Auch Unterhaltung. Aber die Welt zu verändern, indem man sie tatsächlich ändert. Und siehst du, Phil, und das ist jetzt so für die allermeisten, also viele Menschen schaffen das in ihrem persönlichen Umfeld, aber politisch gesehen ist ja für die meisten Leute, ich habe eine Haltung. Ich komme aber nicht in die Verlegenheit, tatsächlich dafür einzustehen, das in die Realität umzusetzen. Und das ist aber ehrlich gesagt mit Abstand der schwierigste Teil. Eine gute Haltung zu etwas zu haben, ist noch vergleichsweise einfach. Aber diese Haltung zu transformieren, zu übersetzen in die Wirklichkeit, das ist der wirklich schwierige Part. Und dafür muss man auch ein bisschen versatil sein, ne? Und das ist das Ziel. Aber das lernt man erst, wie schwierig das ist, lernt man erst, sage ich mal, mit mehr, meine Erfahrung, mit mehr Lebenserfahrung, mit mehr Berufserfahrung. Das wusste ich. Als 22-jähriger Studi oder 23-jähriger wusste ich das abstrakt, aber da hatte ich kein Gefühl dafür. Das heißt, bereust du diese Aktion, die du da damals gemacht Nein, hast, überhaupt heute, nicht. Aus heutiger Nein, Sicht? Überhaupt du sagst, nicht. Das ist sexy. Also es ist so, natürlich ändert man zu bestimmten Dingen auch die Haltung, aber vor allen Dingen, sage ich mal, wird man mit zunehmendem Lebensalter etwas. Also man glaubt nicht, dass die Dinge so einfach sind. Also wenn man jünger ist, dann hat man eine radikale oder klare Haltung und dann schlägt man sich vor den Kopf und sagt, warum machen die das nicht einfach so? Ja. Warum wird das bloß nicht so gemacht? Und wenn man älter wird und mehr Brüche auch übrigens in seiner eigenen Biografie gehabt hat, dann merkt man, das ist nicht so einfach. Ja. Und da wird man, sagen wir, das prägt einen. Man wird da ein bisschen, ja, zurückhaltender, differenzierter, was die Umsetzung der richtigen Haltung ins praktische Leben angeht. Wenn du Worte jetzt an Demonstranten richten könntest, die in welche Richtung auch immer, ob für deine Inhalte oder gegen deine Inhalte gerade auf der Straße sind, würdest du sagen, dass sie mehr bewirken können als in der Realpolitik, also als im normalen politischen Alltag, wenn man als Politiker aktiv ist, können Menschen, die auf die Straße gehen... Ja, absolut, das ist ja auch notwendig. Ja, nehmen wir mal, was waren jetzt größere Diskussionen? Nehmen wir mal Fridays for Future. Ja. Ist ja
absolut richtig, auf die Straße zu gehen, den gesellschaftlichen Druck zu machen, Themen auf die politische Agenda zu setzen und das mit einer ganz klaren Haltung zu machen. Wenn das nicht passiert, dann erstarrt ja Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es ja genauso klar, dass es eine riesige Herausforderung ist, auch richtige Forderungen dann, und da jetzt wiederhole ich mich, ja, in praktische Politik umzugießen, weil es eben nicht so einfach ist, weil man es praktisch organisiert kriegen muss, weil man die Gesellschaft mitnehmen muss, weil man nicht in einer elendigen Polarisierung enden darf, weil man aufpassen muss, dass man nicht zu viel Widerstand produziert, sodass man am Ende gar nicht vorankommt. Kann man irgendwie so eine Art einen Zeitraum geben, wie lange braucht man zum Beispiel, um ein Gesetz zu beschließen? Wie lange dauert das? Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt Gesetze, die werden innerhalb kürzester Zeit beschlossen, weil das rein technokratische Angelegenheiten sind. Also wenn man, ja, das ist etwas, was ich mache immer Witze, die dritte Verordnung zur Änderung der Zuständigkeiten bei der Aufsicht im Lebensmittelrecht, sowas hat man auch innerhalb eines Tages beschlossen, und dagegen sind grundlegende Gesetze im Bereich der sozialen Sicherung, des Klimaschutzes, des Arbeitsrechts und so weiter, das kann Ewigkeiten dauern. Und noch stärker des Familienrechts zum Beispiel, oder wenn es um das Recht der Persönlichkeit geht, das kann Ewigkeiten dauern. Warum? Doch nicht, weil Politik da nicht in der Lage ist, das handwerklich zu machen, sondern weil die Sichtweisen in der Gesellschaft so unterschiedlich sind, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Und immer wenn ganz unterschiedliche Sichtweisen und Interessen aufeinander prallen, dann wird es schwierig, aber doch nicht, weil es schwierig ist, ein Gesetz handwerklich zu machen, sondern bei der Frage, welchen Inhalt soll das Gesetz haben. Ist gute Politik dann ein Kompromiss, oder ist gute Politik, etwas radikal durchzuziehen? Gute Politik ist in der Praxis immer ein Kompromiss, weil die Gesellschaft so vielfältig ist, dass es nie irgendwo klappt, eine Sache so einfach so durchzuziehen, ohne dass man, sage ich mal, es auch so macht, dass die unterschiedlichen Interessen zumindest gehört und abgewogen werden. Am Ende muss man sich natürlich entscheiden, aber wenn man politische Bücher schreibt, wenn man bei Demonstrationen auf die Straße geht, dann nimmt man natürlich diesen Kompromiss nicht immer vorweg, sondern der Kompromiss steht am Ende, ja, der politischen Auseinandersetzung und nicht am Anfang der politischen Auseinandersetzung. Aber am Ende der politischen Auseinandersetzung steht fast immer der Kompromiss. Und wir sehen in der Welt, in Gesellschaften, wo am Ende Mehrheiten sozusagen in existenziellen Fragen einfach durchregieren. Mhm. Das ist furchtbar für eine Gesellschaft. Das kann man auch mal machen. Das hält eine Gesellschaft auch, ja, aus. Und in kleineren Sachen muss das auch sein, dass man dann einfach mal durchentscheidet, wenn es eine Mehrheit dafür gibt. Sonst geht es ja in der Gesellschaft nie voran. Mhm. Aber wenn man in existenziellen Fragen für die Menschen zu häufig eine Entscheidung treffen würde, keine Ahnung, 55 zu 45 oder auch meinetwegen 60 zu 40, dann zerstört man die Gesellschaft auf Dauer, sondern das ist die Aufgabe zu integrieren und auch die, die dann in einem politischen Meinungsstreit unterlegen sind, wieder einzubeziehen und zu integrieren. Anders geht das nicht. Sonst zahlt man irgendwann einen ganz hohen Preis. Wie vertritt man denn die Leute, die einen nicht wählen? Naja, letztendlich ist es natürlich die Aufgabe, nicht die Leute zu vertreten, die einen wählen, sondern in der Verfassung steht ja, man vertritt das ganze Volk. Mhm. Das machen die Abgeordneten und das macht die Regierung erst recht. Und die Demokratie funktioniert ja so. Wählerinnen und Wähler entscheiden über ihre Stimme, wie Mehrheiten aussehen und welche Regierung zustande kommt. Aber es ist nicht die Aufgabe des Parlaments und der Regierung, nur die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler zu vertreten, sondern alle sozusagen, ich sage jetzt mal, die objektiven Interessen oder eben die Interessen der gesamten Bevölkerung. Volk ist für mich immer ein heikler Begriff. Ja. Und nein, das ist ganz wichtig, weil man ist nicht Interessenvertreter dann nur der eigenen Wählerinnen und Wähler. Fällt es dir denn einfach? Weil ich habe das Gefühl, du bist sehr idealistisch. Also du hast viele eigene Ideen, du hast eine klare Kontur eigentlich, auch in deinem gesamten Lebenslauf, in welche Richtung du gehst. Und für mich ist das so, manchmal frage ich mich, also die Umsetzung von Ideen, die mir selbst widersprechen würden, ist für mich total schwierig als Künstler. Ist es bei dir anders? Das ist natürlich auch so, wenn es darum geht, also Ideen, die mir widersprechen, die will ich ja auch nicht umsetzen. Ich meine, natürlich, das kann auch mal passieren, wenn das Parlament, ja, also normalerweise ist es ja so, man ist nur in der Regierung, wenn man auch eine Mehrheit im Parlament hat. Mhm. Kann natürlich auch mal sein, dass das Parlament
Ne? Also die Abgeordneten haben ihre eigene Meinung. Die sind ja jetzt nicht Diener oder Büttel der Regierung. Im Gegenteil, ja. Die scheuchen die Regierung häufig und zu Recht. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass das Parlament was beschließt, was man selber nicht richtig findet. Und da muss man das natürlich machen. Ja. Aber im Regelfall ist ja die politische Mehrheit im Parlament und die in der Regierung, die entspricht sich ja. Und dann macht man natürlich auch nicht Sachen, die einem widerstreben. Aber was einem natürlich passieren kann, ist, aufgrund von Sachzwängen. Und das ist sozusagen eine Sache, die hat das eigentlich mit 22, 23, fand ich das ein elendiges Argument. Da habe ich immer gesagt, Sachzwang heißt nur, wenn man sich darauf beruft, man will nicht sich anstrengen, die richtige Position durchzusetzen. Und wenn man Bürgermeister ist, aber auch schon vorher, da merkt man, es gibt echte Sachzwänge. Mhm. Es gibt echte Sachzwänge, da kann man nicht einfach so frei und, sag ich mal, idealistisch entscheiden, wie man das möchte, sondern ist man gefangen in einem bestimmten Abhängigkeiten. Manchmal ist man auch gefangen in dem, was man die ganze Zeit erzählt hat. Und dann muss man eine Sache konsequent machen, weil man einfach nicht mehr rauskommt aus einer bestimmten Sache. Und das passiert einem natürlich. Würdest du dich in so einer Sache vielleicht auch mal widersetzen? Also wenn du sagst, die Sachzwänge sind so deutlich gesetzt. Also als Beispiel, als die große Flut in Hamburg war, ja, hat Helmut Schmidt ja auch Gesetze missachtet, einfach nur damit schnell absolut gerettet wird. Das muss man. In dieser Situation kann man sagen, richtige Entscheidung, gut. Ja, natürlich, das passiert. Also wir hatten. Also man kann sich schon den Sachzwängen widersetzen. Ja, natürlich, man muss sich jederzeit. Also in der für mich war eine der härtesten Auseinandersetzungen während der Pandemie, war die Frage, halten wir hier Schulen und Kitas offen? Ja. In Bremen. Und das war was für eine Verantwortung mit dieser Entscheidung. Das war eine hohe Verantwortung. Das war ein, und jetzt kam Folgendes. In dieser Situation haben die Medien in einer Unerbittlichkeit auf den Senat draufgeprügelt und haben immer gesagt, völlig verfehlter Bremer Sonderweg. Die Bundesregierung sagt, macht die Schulen zu, macht die Kitas zu. Es ist völlig verfehlt, dass das in Bremen mit den Schulen und Kitas möglichst offen halten. Ihr gefährdet die Kinder, ihr gefährdet die Eltern, nur für eure Ideologie des Präsenzunterrichts. Und wir haben wirklich gesagt, wenn wir keinen Präsenzunterricht haben, dann verlieren wir noch mehr Kinder und gerade die, die es am nötigsten haben. Und da gab es eine ganz, ganz heftige Angriffe. Mhm. Ich weiß das noch. Kommentare und seitens der Medien oder seitens der Bevölkerung? In den sozialen Medien und seitens anderer Parteien und seitens aber auch der Medien. Da war sozusagen der Konsens, macht alles dicht. Ja. Oder von großen Teilen der Gesellschaft. Und wir haben uns dem widersetzt. Ich fand das hinterher richtig. Es ist auch gut gegangen. Aber das war zum Beispiel eine Situation, wo man dann natürlich denkt, oh, knickt man nicht doch lieber ein, na, wenn alle auf einen einteufeln. Und weil es ja auch eine echte, weil man es ja auch nicht weiß, jetzt kommt das dazu. Man denkt natürlich, haben die vielleicht wirklich recht? Tragen wir jetzt zur stärkeren Verbreitung der Pandemie bei? Und wir haben gesagt, nein, es ist noch viel schlimmer in dieser Situation, wenn wir die Kinder weiter verlieren. Und das war, ich muss sagen, am Ende war das, diese heftige Auseinandersetzung hat die damalige Bildungssenatorin ganz, ganz tief getroffen. Und ich muss sagen, ich stand sozusagen in zweiter Linie da im Feuer. Das war schon, eine heftige Sache. Ich bin froh hinterher jetzt, dass wir da nicht eingeknickt sind und das so gemacht haben. Aber da liegt man nachts wach und überlegt sich, ob das Richtige ist. Hast du mit deinen eigenen Kindern darüber gesprochen, über diese Frage, wie die dazu stehen? Ja, war nur meine jüngste Tochter noch in der Schule. Und die Kids hatten ja nicht so ein Problem damit. Das waren ja mehr die Eltern. Die Kinder wären ja zur Schule gegangen. Ja. Die haben ja keine, nochmal, aus meiner Sicht bestand auch keine objektive Gefahr. Bei den Kindern ist es auch ganz, ganz überwiegend milde verlaufen und so weiter. Aber das war ja eine fachliche Einschätzung. Genau. Meine Kinder, eine Tochter wäre dafür gewesen, zur Schule zu gehen, sofort wieder. Ja. Und diese krasse Verantwortung, von der du gerade sprichst und die Belastung, die man dann hat, ist man manchmal einsam zu Hause dann? Wenn man also in so einem Sturm plötzlich steht und es ist ja auch eine Situation, wo man gar nicht genau weiß, was könnte die richtige Entscheidung sein, weil eine Pandemie hat ja niemand von uns vorher so erlebt. Also einsam, es gibt ja immer sozusagen den Spruch, und je höher man steigt, desto einsamer wird man, aber in Wirklichkeit ist es natürlich trotzdem so, man diskutiert die Fragen schon mit den Kolleginnen und Kollegen, man diskutiert sie auch
im Senat. Es ist jetzt nicht so. Auch privat in der Theke? Und man also bist du dann auch privat in der Küche, man diskutiert es zu Hause. Ja. Ich muss sagen, während der Pandemie bei den Entscheidungen, die zu treffen waren, das waren schon natürlich, das war von der, sag ich mal, von der Emotionalität und der Belastung her waren das die schwierigsten Entscheidungen. Ein zweites Beispiel war, alle haben ja eine Zeit lang, sind alle drauf abgefahren, Ausgangssperre zur Bekämpfung der Pandemie. Und wir haben in Bremen uns immer gegen die Ausgangssperre gewehrt. Wir haben es ein einziges Mal gemacht, weil da uns der Bund das zwingend per Bundesgesetz vorgeschrieben hat. Und sonst waren wir immer gegen Ausgangssperre. Aber Phil, das kannst du dir nicht vorstellen, als die Diskussion hochgekocht ist. Ich weiß gar nicht, wo so viele Leute meine private E-Mail-Adresse hatten. Das quoll ist es Andreas Brovenschulter? .de, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie auch schreiben wollen. Das ist wirklich nein. Das quoll über mit Beschimpfungen an dieser, weil alle gesagt haben, mach die Ausgangssperre, sonst werden wir alle sterben müssen. Und das war natürlich damals auch nicht die richtige Haltung mit den Ausgangssperren. Und insofern, das war auch was, wo man auch wieder überlegt hat, macht man das nicht? Ja. Waren nicht einfache Entscheidungen. Ganz witzig, ich weiß jetzt nicht, ob es die richtige E-Mail-Adresse war, ich konnte es aus deinem Gesicht nicht direkt ablesen. Ich habe aber einfach mal zum Beispiel eine E-Mail an Günther Jauch geschrieben und der hat mir auch wirklich geantwortet, hat mich gefragt, wo ich seine persönliche E-Mail-Adresse her habe. Und seine E-Mail-Adresse war günterjauch@web.de. War jetzt nicht so schwer, konnte man erraten. Es ist ja auch so, man kann mich ja auch, wenn man den Messenger oder über Facebook nachhinten oder also erreichen. Ja, natürlich. Das ist eher das Problem, dass es ja so viele Kommunikationskanäle gibt, dass man aufpassen muss. Ich bin jetzt aber super neugierig, wie deine E-Mail-Adresse sein könnte. Ist es bovi87 vor Bremen @gmx.de oder Hotmail? Du bist doch Hotmail, oder? Hotmail war meine allererste, als ich mit 33, das war so, ich war da kein Early Adopter, sondern meine erste Mail-Adresse meines Lebens war tatsächlich bovi33@hotmail.com, weil die hatte ich während meines Referendariats, ich hatte mal eine Station während meines Jurareferendariats. Warum 33? Ich hoffe, es hat weil keine... Weil ich 33 war. Okay, gut. Weil ich war mal, also im Jura muss man ja Referendariat machen und da hatte ich meine Wahlstation in Berkeley an der Uni in Kalifornien gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, bis dahin hatte ich eine Mailadresse nicht vermisst einfach in meinem Leben und da saß ich dann da in der Bibliothek und dachte, ach, irgendwie ist es auch ganz schön, noch mal eine Mailadresse zu haben. Und da habe ich mir die Mailadresse eingerichtet. Und dann dachte ich, hatte ja noch keine große Ahnung. Und dann habe ich gedacht, oh gut, du bist 33 und dann nimmst du mal diese Mailadresse. Aber die gibt es schon lange nicht mehr, zum Glück. Meine erste war professorwurmi@web.de, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie mir noch schreiben wollen, vielleicht finde ich noch mein Passwort professorwurmi@web.de. Nochmal zurück zu der Diskussion zur Corona-Pandemie. Wie wichtig sind denn Konflikte für eine Gesellschaft überhaupt? Braucht eine Gesellschaft Konflikte? Ja, natürlich. Also das ist, eine Gesellschaft braucht Integration und eine Gesellschaft braucht Konflikte. Warum braucht eine Gesellschaft Konflikte? Wenn es keine Konflikte gibt, dann passiert sowas, was auch jeder kennt. Dann sind Spannungen da, aber sie werden nicht ausgesprochen. Und das ist ganz zerstörerisch. Das, was schiefläuft, da wo unterschiedliche Sichtweisen sind, unterschiedliche Interessen, das muss doch ausgesprochen werden. Das muss doch klar ausgesprochen werden und diese Konflikte müssen auch ausgetragen werden, weil sie einfach da sind. Man würde ja die Wirklichkeit verleugnen, wenn man das nicht machen würde. Einerseits. Und andererseits müssen die Konflikte so eingehegt sein, dass sie trotzdem noch, sag ich mal, die Gesellschaft intakt lassen und die Möglichkeit haben, zu integrieren. Und es gibt ganze soziologische Schulen, die sagen, gesellschaftliche Integration durch Austragung von Konflikten. Also es ist weder ein gutes Mittel, Konflikte bis zum Äußersten durchzuziehen. Dann passiert einem das, was wir im Moment in den Vereinigten Staaten erleben, nämlich eine Gesellschaft, die in so verfeindete Lager zerfallen ist, in einer Demokratie, was man sonst, dass die tatsächlich nicht ernsthaft mehr miteinander kommunizieren können. Wobei man sagen muss, auch deshalb nicht, weil das eine Lager, nämlich die Republikanische Partei, völlig ins Verrückte abgedriftet ist. In solchen Fragen braucht man immer lockerere Waffengesetze. Immer lockere Waffengesetze. In einem solchen Zustand einer Gesellschaft immer die Waffengesetze lockern. Und gleichzeitig hat man in bestimmten Diktaturen schon festgestellt,
weil die ja dazu neigen, so zu tun, als dass alles harmonisch ist und es keine Konflikte gibt und eine weise Partei alles richtet oder ein weiser Diktator und oder ein weißer. Ein weißer Diktator, genau. Gab's auch schon. Und das führt dann dazu, dass die Konflikte unter der Decke schwelen und was genauso zerstörerisch ist. Und insofern braucht man in einer lebendigen Gesellschaft beides. Und wer geht denn wählen? Sind es die Leute, die unzufrieden sind oder die zufrieden sind? Es gab mal eine Zeit lang sozusagen die These, weil ja in den westlichen Demokratien überall die Wahlbeteiligung so stark gesunken ist seit Beginn der 70er Jahre. Da muss man sagen, überall fast. Und da gab es eine Beruhigungsthese in der Politologie. Geil, nach der Beruhigungsthese ist jetzt die Beruhigungsthese. Weil es den Leuten, die eher die Beruhigungsthese nach dem Beruhigungsthee war, den Leuten geht so gut. Deshalb interessieren sie sich nicht mehr für Politik, weil es ihnen so gut geht. Es ist ihnen egal, wer sie regiert. Das war tatsächlich mal eine These in der Politologie, um zu sagen, auch eigentlich ist doch sinkende Wahlbeteiligung ein Zeichen von Stabilität. Hat man sich schön geredet. Und die Gegenthese war, es gibt immer mehr Leute, die sehen ihre Interessen überhaupt nicht durch die Politik vertreten. Deshalb sagen sie, es nützt überhaupt nichts mehr hinzugehen, sondern nur dann, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass ich durch meine Wahlentscheidung was ändere, gehe ich hin. Das, glaube ich, ist durchaus das Entscheidende. Menschen gehen dann wählen, wenn sie glauben, dass es einen Unterschied für ihr Leben macht. Manche gehen auch wählen, weil sie es so eingeübt haben und weil man es einfach aus staatsbürgerlichem Verständnis so macht. Aber sonst doch nur dann, wenn man sagt, es macht auch einen Unterschied, wer uns regiert. Und das ist ja auch so. Und die Aufgabe von Politik ist, auch rauszuarbeiten, dass es einen Unterschied macht, wer regiert. Ja. Bist du in einer gerechten Welt aufgewachsen? Nein, natürlich nicht. Also auch die jetzige Welt ist ja von ganz, ganz viel Ungerechtigkeiten geprägt. Ich bin allerdings nicht der Typ, der immer sagt, früher war alles besser. Wenn ich es mir angucke, die Entwicklung der Welt, und dann war ich nicht dabei, sondern das, was man liest und was einem Zahlen sagen und Statistiken und sagt, ist die Welt eigentlich in den letzten 2023 Jahren gerechter geworden, dann würde ich sagen, nicht, natürlich nicht durchgängig. Weil wenn man das behaupten würde, dann würde man ja den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust gar nicht erklären können, den schrecklichsten Zivilisationsbruch. Und trotzdem glaube ich, in der Tendenz ist die Welt nicht ungerechter geworden, global betrachtet in den letzten 2023 Jahren, jedenfalls nicht durchgängig. Und in vielen Ländern ist die Welt heute gerechter als vor einigen hundert Jahren. Allerdings nicht überall. Das ist natürlich ein sehr allgemeiner Platz, auf dem wir uns gerade aufhalten. Es gibt ja jetzt... Wenn ich Deutschland nehme, ist Deutschland jetzt gerechter als vor 200 Jahren? Ja. Mhm. Ist Deutschland gerechter als vor 100 Jahren? Ja. Ist Deutschland gerechter als vor 80 Jahren? Ja. Ist Deutschland gerechter als Mitte der 70er Jahre? Da kann man zum Beispiel ein Fragezeichen dran machen, weil das war ja der Höhepunkt einer Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sozusagen der Wohlstand allgemein zugenommen hat, mehr Demokratisierung und so weiter und so fort. Ist auch die Frage, was eigentlich gerecht ist. Das wäre also dann noch die Frage. Ist Wohlstand Gerechtigkeit oder ist, also so, ja, wenn man sagt, ist die Welt gerechter geworden, ist dann Geld? Man kann schon Wohlstand sagen, also gerecht ist eine Welt, wo erstmal Rechtsstaatlichkeit herrscht und die persönlichen Rechte gewährleistet sind. Gerecht ist eine Welt, in der Frieden herrscht. Wie viel geliebt wird in Deutschland? Geliebt? Geliebt. Sozusagen romantisch, körperlich oder... Gib mir ein paar Beispiele bitte. Also ich glaube, es wird viel geliebt, es wird auch viel gehasst, aber es wird mehr geliebt als gehasst. Na gut, das weiß ich nicht. Ich wüsste gar nicht, woran will man das jetzt empirisch messen. Ich finde, es gibt immer so ein Gefühl von, wie ist die Stimmung so auf der Straße allgemein, wenn du einkaufen gehst, wenn du wieder zurückkommst, wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du die Zeitung durchliest, ist es ein Gefühl von, es ist eine Welt gerade, in der ich leben möchte, oder ist es ein Gefühl von... Das
Das Interessante ist, die Leute leben viel lieber in der Welt, als sie es nach außen sagen. Das ist ja ein total interessantes Phänomen. Wenn Leute gefragt werden, wie schätzt ihr die allgemeine Lage ein? Ja. Sagen ganz viele, schlecht und Zukunftsaussichten düster und so weiter. Und dann werden sie gefragt, wie schätzt du die persönliche Lage ein? Und fast immer fällt das zweite Ergebnis viel besser aus als die allgemeine. Wie ist es denn bei dir gerade? Ich schätze die allgemeine Lage verhalten optimistisch ein und ich schätze meine persönliche Lage gut ein. Also insofern könnte man sogar sagen, auch zwischen verhalten optimistisch und gut ist auch noch eine Diskrepanz. Absolut, das ist richtig. Warum sollte man ein politisches Amt heute übernehmen? Was würdest du einem Jugendlichen sagen, der sagt, fantastisch, ich möchte Bürgermeister werden? Warum? Es gibt zwei Sachen. Man kann tatsächlich mehr als anderswo was dafür tun, dass man seine Ideale auch umsetzen kann. Das gibt anders als auf der Straße, wenn ich jetzt sage, ich gehe demonstrieren Garantie. Und sage so. Also man kann, wenn man ein politisches Amt übernimmt, dann kann man das, was einem vorschwebt für die Gesellschaft. Das ist ganz schwer, auch dann das umzusetzen. Aber man kann es leichter umsetzen, als wenn man kein politisches Amt hat. Es gab mal einen Moment, da war ich in der Schule in Murmanskamp. Und wir hatten eine ganz, ganz engagierte Geschichtslehrerin. Ja. Und eine engagierte Politiklehrerin. Und sie hat, als es mit dem Irakkrieg losging, die Schülerinnen und Schüler gebeten, wenn sie wollen, konnten sie sich draußen aufstellen und ein großes Peace-Zeichen auf dem Schulhof bilden. Das wurde von oben fotografiert. Ja. Das war das erste Mal in meinem gesamten Leben, dass ich gefühlt habe, mit anderen Menschen zusammen, das ist natürlich Quatsch, das war einfach nur ein Bild, ne? Aber etwas zu bewirken. Als Jugendlicher hat sich das so angefühlt, wie ich bin mit Emphase da rausgegangen. Ich habe gesagt, das ist aber ja auch gut, ein weil Gefühl das, von Gemeinschaft, die genau, mich aufgenommen hat und wir waren alle für eine Sache. Hattest du auch so einen Moment? Doch, na klar, es gab viele Momente, das hatte ich natürlich in meinem Leben. War das der Rathausmoment? Das war eine Aktion, aber das Moment des Gemeinschaftlichen, das ist so, das hatte ich bei den großen Friedensdemonstrationen, ich bin ja sozusagen Jahrgang 65 und war dann auch politisch aktiv zu Zeiten der Friedensbewegung und bei großen Demonstrationen, da hatte ich das Gefühl, oder ich erinnere mich an eine erste Demonstration, ich glaube das war Hannover oder war es NPD-Parteitag und dagegen zu demonstrieren, das war sozusagen die Gemeinschaftlichkeit der Demonstranten, den Nazis und Faschisten entgegenzutreten. Das hat mich absolut beeindruckt. Und dann an dieser Stelle herzliche Grüße an die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben den Parteitag nicht verhindert, weil das geht ja in einem Rechtsstaat auch nicht. Da hat die Polizei ja gar keine andere Aufgabe, als das zu schützen. Insofern kann man sagen, was war das Aktive? Aber diese Wucht mit vielen tausend Leuten gegen die NPD, das war eine prägende Erfahrung für mich zum Beispiel. Das war richtig klasse. Und dann, und das ist übrigens ganz wichtig, also wenn ich jetzt sage, es kommt am Ende auch darauf an, die Welt zu verändern, dann bin ich ja niemand, der sagt, es ist nicht wichtig, auch das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit, das, was du mit dem Bild gesagt hast, dass solche Sachen finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Aber am Ende, wenn mich jemand fragt, warum soll ich politisches Amt übernehmen, dann sage ich, weil du das, was du sonst nur ausdrücken kannst, dann tatsächlich auch in die Praxis umsetzen kannst. Und das ist schon auch eine tolle Sache. Ja. Auch wenn es schwer ist. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, jetzt gerade so in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben. Wie schaffen wir in Bremen Gemeinschaft? Ich glaube, wir schaffen es durch zwei Sachen. Zum einen müssen wir, jetzt kommen wir wieder dazu, Bedingungen herstellen, wo tatsächlich alle Menschen die Möglichkeit haben, was aus ihrem Leben zu machen. Mhm. Das ist die Voraussetzung für Gemeinschaft. Weil erzähl mal jemandem, der sagt, ich finde gar keinen Arbeitsplatz, ich habe gar keine Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Erzähl dir mal was von Gemeinschaft. Der empfindet das als ein bisschen komisch. Sich vielleicht als ausgeschlossen, ja. Wenn jemand rassistisch diskriminiert wird in einer Gesellschaft, real, und du erzählst ihm einfach was von Gemeinschaft, dann sagt er, das ist ja gar nicht meine Alterserfahrung. Das heißt, wir brauchen reale Bedingungen, wo niemand diskriminiert wird, eine Gesellschaft, wo man die Möglichkeit hat, aus seinem Leben was zu machen, seinen Lebensunterhalt selber zu verdienen, wo man die Möglichkeit hat, in Sicherheit zu leben und nicht Opfer von Kriminalität zu werden. Das ist das eine. Und das andere ist, was man so nennt, Medien, gesellschaftliches Gespräch. Es reicht nicht nur aus, gute Bedingungen zu haben, sondern man braucht auch Kultur, ein Gespräch über Gemeinschaft, man braucht auch Symbole für Gemeinschaft, weil nur die Realität sicher, sozial,
keine Diskriminierung. Ping, reicht nicht. Man braucht auch Symbole dafür. Und das müsste ja eigentlich sozusagen aus, zum Beispiel Kunst und Kultur ist unverzichtbar für Gemeinschaft, weil da drin spiegelt sich ja sozusagen auch eine Gesellschaft. Und also, und zum Beispiel unsere Stadtmusikanten, aber das ist natürlich jetzt nur ein, das ist zu modernisieren. Ich finde immer zum Beispiel ein Symbol, die Stadtmusikanten als Zeichen von, vereint sind auch die Schwachen mächtig, Solidarität hilft, man lässt sich nicht unterkriegen. Ist doch eigentlich ein wunderschönes, immer noch integrierendes Symbol für unsere Stadt. Und sie haben ganz wunderbar ausgearbeitete Arschlöcher, die Bremer Stadtmusikanten. Das wissen viele gar nicht. Die meisten machen vorne so ein Selfie und fassen da an, weil das Glück bringen soll. Die eigentliche Tradition in Bremen ist ja, sie hinten anzufassen. Das weiß aber niemand. Würde man eigentlich aber sagen. Die eigentliche Tradition ist, dem Roland an die Knie zu fassen und gar nicht. Nein, das hast du verwechselt. Das ist der Roland, die Knie vom Roland sind die eigentliche Inspiration von Jean-Paul Gaultier für diesen Madonna-Büstenhalter gewesen. Das stimmt, aber. Das verwechseln auch wieder viele. Nein, das habe ich natürlich schon gedacht, aber sie bringen auch Glück und die Stadtmusikanten fassen eher Touristen an. Aber das von hinten, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, diese Interpretation. Aber es ist gut, dass man einen Podcast hat. Gesche Gottfried Spuckstein, weg oder da lassen? Gesche Gottfried gehört zur Bremer Tradition dazu. Spucken. Der Stein. ich kann die Argumente verstehen, aber lassen wir ihn da, wo er schon immer war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war sie. Die vierte Ausgabe von Alles andere ist Showbiz mit Claudia Roth. Ach nee, Claudia Roth ist nichts. Habe ich geträumt, glaube ich. Ich träume momentan die ganze Zeit von Claudia Roth. Träumst immer von Claudia Roth? Jeder hat seine Hobbys, Du auch? Ja, aber nicht von Claudia Roth träumen, das ist nicht mein Hobby. Ich momentan tatsächlich häufiger, ich weiß nicht warum. Okay, gut, deshalb sage ich immer gut. Aber wir sind ja ein freies Land, da komisch. Kann man das machen. Habe die ESC geguckt in meinem Traum. Okay. Komisch. Naja, gut. Adel, herzlichen Dank erstmal. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Tschüss. Juhu.